Ja, hallo Stefan, ich nehme hier gerade dein kurzes Videofeedback auf. Ich habe deine neue Version deines Tracks bekommen von Dennis und gerade angehört. Und genau, sag dir mal, was mir so aufgefallen ist. Wir können ja erstmal ein bisschen beim Musikalischen bleiben, wie ich es immer erstmal gerne anfange. Und beim Formalen, also ich denke, man sieht schon direkt, ohne viel hören zu müssen, natürlich habe ich es durchgehört auch, aber man sieht ganz gut die Formabschnitte. Und du machst es hier vielleicht ein bisschen formal einfach ein bisschen zu schwer. Ich hatte gerade den Track vom Bastian und der ist extrem simpel. Also wirklich Intro, Main Part, Break, nochmal Main Part und Outro, ne? Und du hast Intro, Main Part, dann einen Break, dann Main Part, dann einen kurzen Break, Main Part, einen langen Break und dann nochmal Main Part. Das ist recht umfangreich. Der Track ist ja auch relativ lang. Aber trotzdem, wenn wir uns die Verhältnisse so ein bisschen angucken, das Intro ist recht lang und dann gibt es aber einen Main-Part, der gar nicht so lang ist. Dann wird schon wieder gebreakt, ne? Das, denke ich, kommt mir zu früh vor. Also ich denke, dieser Teil könnte dann auch doppelt so lang sein. Dann ist er so lang wie der Break ungefähr. Also ich finde es immer ungewöhnlich, lange aufzubauen und dann geht es endlich los und dann bricht man schon wieder ab. Das ist einfach so vom Energieverlauf ein bisschen ungewöhnlich. Wenn man sich vorstellt, man tanzt dazu, hier geht es endlich los und hier wird man schon wieder irgendwie unterbrochen, ne? Genau, das sind die Sachen. Und ich denke, wenn du einfach das ein bisschen raffen kannst von der Struktur, also dieser Break ist natürlich klasse, das ist klar, der muss drin bleiben. Aber ich denke, wenn du einfach den in die Mitte setzt vom ganzen Stück und dann baust du symmetrisch alles drumherum auf, wäre es ein bisschen logischer, ne? Ich denke, das ist der Teil mit am meisten Energie, hier ist am meisten Komplexität, hier ist am meisten los. Der sollte so bleiben am Ende, aber wenn der in die Mitte rückt und du teilweise die Breaks ein bisschen rauskürzt, ne, weil es gibt dann schon Längen, also diese Teile, die wiederholen sich schon recht. Also ich denke, der Track kann auch ein Stück verkürzt werden. Das tut eigentlich jedem Track gut, wenn man Sachen rausschmeißt, so hart wie es klingt. Aber ich denke, das würde hier auch was bringen. Wir können nochmal hier reinhören. Wenn ich hier so höre, was alles im Hintergrund passiert, du hast ja diesen Sinus mit diesem Gleiteffekt, der so nach oben geht. Ich denke, das ist auch eine Sache, die kann auch mal alleine spielen. Also bei dir ist es so, hier spielt immer alles, ne? Hier wird nicht irgendwie mal Material weggenommen oder reingenommen, sondern in diesem Main-Teil spielt immer alles. Oder du hast einen Break. Also du hast immer nur diesen beiden, um entweder die Drums spielen oder sie spielen nicht. Aber alle Elemente spielen entweder alle oder ohne die Drums, ne? Ich denke, das kann man auch nochmal kombinieren, dass man sagt, okay, hier spielen die Drums, aber ich lasse die Main-Elemente weg und lasse dann nur diesen Sinuston. Das könntest du mal nochmal probieren. Gerade bei so einer langen Form hast du Zeit, um sowas auch zu machen, ne? Kannst du dir auch mal angucken, diese Hauptmelodie spielt ja die ganze Zeit. Ich spiele auch in den Breaks. Und wenn die dann auch in den Main-Teilen spielt, dann wird die irgendwann zu viel. Dann hat man sie zum 100. Mal gehört. Und du hast, glaube ich, genug Material, was auch in diesen Breaks spielen könnte. Ne? Zum Beispiel, das ist der richtige Break. Da, wo man mal richtig Erholung hat von der Melodie, der ist ganz wichtig. Weil wenn die Melodie die ganze Zeit durchspielt, das wäre ja furchtbar. Deswegen, der Break ist super, der ist ganz wichtig. Die sehe ich hier, wie gesagt, nicht ganz. Der kommt mir zu lang vor und zu früh. Genau, also lass ruhig erst einmal anfangen, sehr, sehr einfach die Form. Die Form ist immer sehr, sehr schwer sonst zu handeln, gerade wenn du so eine komplexe Form hast. Die kannst du ruhig ein bisschen einfacher nach dem Motto ABA halten. So, das war das zum Kompositorischen. Ich habe mal hier mit dem Fabfilter mir einen Überblick geben lassen, also einen Frequenzdurchschnitt über den gesamten Track. Und da sieht man, dass sein Track relativ dunkel ist. Also relativ nicht viel, aber man kann so die Claps und was da so im hohen Bereich spielt, einfach auch nicht viel. Aber man kann es ganz vorsichtig mit dem High-Shelf ein bisschen anheben, vielleicht so nach dem Motto. Ne? Nicht übertreiben, dass es nicht scharf wird, aber hier kann man ein bisschen was rausholen. Es ist einfach ein bisschen matt, ein bisschen dunkel. Hier ist sehr viel los, das ist klar. Hier spielen auch einfach viele Elemente. Aber gerade das sind so Frequenzen, die sind oft problematisch, ne? Die im 200. Da nehme ich gern die ein bisschen raus mit einem schmalen Filter. Wenn ich die rausnehme, werden sofort die hier lauter. Und du merkst auch, der Supass ist gut bei 60 Hertz, der ist relativ stark. Hier ist eine ziemliche Lücke. Also hier würde ich schon nochmal gucken, wo kann ich hier annehmen? Vielleicht nicht unbedingt hier, vielleicht ein Stück höher, wo die Kick ist. Da kannst du mal ein bisschen probieren.
Der Bassbereich fällt hier trotzdem sehr stark ab, auch wenn ich jetzt bei mir den Sub ganz gut höre. Das kann aber auch an der Resonanz bei mir liegen. Also hier sieht es so aus, wie als wäre es sehr leise. Da würde ich auf jeden Fall nochmal mir das angucken. Und das ist auf jeden Fall zu laut. Und man kann auch schauen, ob man hier ein bisschen was vorsichtig rausnimmt. Nicht viel und vielleicht ein bisschen breiter. Und dadurch würde man auch automatisch die Sachen anheben und man kann es auch wirklich nochmal selber anheben, indem man hier nochmal ein bisschen Transparenz und Klarheit reinbringt. Das wäre so wäre mein Vorschlag für einen Equalizer auf dem Master dann eigentlich am Ende. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du noch nicht viel auf dem Master gemacht. Das ist ja noch sehr leise. Da ist noch viel nach oben Luft. Komprimiert sieht es schon relativ gut aus. Aber wenn da noch ein Limiter drauf kommt, dann holst du dir noch die letzten dB hier raus. Ich meine, das wirst du noch nicht gemacht haben. Wir sind ja erstmal auch noch ein bisschen bei musikalischen, kompositorischen Sachen. Also erstmal die Form stark vereinfachen. Das ist viel zu komplex. Und zu umfangreich, das Material ein bisschen mehr abwechseln, gucken, wo kannst du Material rausnehmen, wo kann was alleine spielen. Und dann, wie gesagt, den Break, den Hauptbreak in die Mitte setzen und die Breaks verkürzen. Also sowas ist fein, sowas Kurzes, das ist kein Problem. Das Intro nochmal checken, muss das so lang sein? Vielleicht reicht dir die Hälfte. Und dann, und wenn es so lang ist, dann muss dieser Teil doppelt so lang sein, ne? Der hier. Also ich denke, auch nicht einfach mal ein paar Sachen hin und her schieben. Kannst ja mal eine neue Version speichern von deinem Track und die Sachen ausprobieren mit einem neuen Formschema. Ja, das wäre es erstmal dazu. Danke dir für deinen Track und wir sehen uns bestimmt bei der nächsten Feedback-Session.